Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. In der letzten Folge haben wir einen Angriff auf Helaves gestartet, um davon abzulenken, dass wir mit einem Schiff entkommen wollten. Und nebenbei haben wir Magellono gerettet, welche nicht in unserer Truppe ist. Warum nicht? Und ja, Dresa hat das gar nicht gefallen, dass wir hier alles in Flammen gesteckt haben und dass wir ihr einen reingaut haben und ein paar Soldaten platt gemacht haben und deswegen... Ja, geht jetzt auf uns los. So, mit wem haben wir es denn jetzt zu tun? Mit nicht sehr viel starken Leuten. Mit Kreis kann ich so gucken. Okay. Helaves, genau. Du bist deutlich stärker. Nee, du bist physisch stärker, aber ja. Ihr habt die gleiche Kampfrose. Okay. Wollen wir mal, wird schon klappen irgendwie. Ja. Gehen wir erstmal mit ihnen hier rein. Was zum Teufel ist das? Was heißt ein Zauber, den ihr auf mich einsetzt? Ach, Mann. So, warte mal. Wer von euch hat weniger Verteidigung? Du. Ist bestimmt hier der Magier, ne? Ne, zwei war das, glaube ich. Na, verdammt, der Dreck. Oh Mann, ich ziehe ihn gar nicht ab. Oh Mann. Kümmert sich mal um die, ne? Oh Mann, wer ist mir? Was ist hier, ey? Ich habe gar nichts getroffen. Oh Mann, die Bosskämpfe hier, ne? Okay. Park fängt an mit einem richtig starken Bosskampf. Auf damit! So, am besten alle treffen. Jetzt geht. Blitz, Blitz. Oder auch nicht. So, du bist hier am Brecken. Also brennst. So, komm her. Mein Gott, hält er wenig aus. Oder die, keine Ahnung. Bin mir nicht so sicher. Und tschüss. Brauch nicht. Ja, verreckt, bevor du das einsetzt. So, du bist weg. Ja. Steht da einfach nur so. Und zack. Wurf. Ja, du sollst dein Dings vielleicht einsetzen. Zack. Mein Gott, doch nichts mit dem. Okay, du bist Gegnertyp unbekannt, deswegen vielleicht, ne? Nein, nicht zaubern. Seit dem Böfrabe konnten die Gegner in Tales of Berseria auch Seitwärtsschritte machen, weil die Gegner machen das auf jeden Fall. So, zack. Ja. Oh, geil. Oh Gott. Naja. Hat die gerade von alleine eine Seele eingesammelt? Weil als sie betäubt war, ist sie irgendwie weggegangen. Lag dann eine Seele irgendwie, weil wenn die betäubt werden, hinterlassen die, glaube ich, sehen, oder? So. Oh. Oh. Oh Mann. Oh, komm her. Oh, oh. Nein, ich habe mir zwei gedrückt. Oh Gott, wir müssen ja sowas von aufpassen. Geh weg. Mach's jetzt, ich bin aus der Reichweite. Oh Gott, was war das? Das war eine sehr starke Art, ja. Ich gehe mal dahin. Oh, hi. Noch mal nicht. So, bitte. Ja, geil. Ich
Komm rein. Noch. Greif doch vernünftig an, ey. Weißt du, damit ich auch anständig kontern kann. Aha. Ich renne mal ein bisschen. Oh, ich kann nicht bis da ganz hinten, verdammt. So. Boah. Jetzt bald. Ja, du bist tot, okay. K.O. Was? Kommst du jetzt her? Okay. Du hast das einfach gemacht, okay. Aber wir nehmen dich jetzt mit, okay. Nicht, dass ich halt dagegen hab, aber okay. Ja, ne? Fällt gerade auf, wir sind doch die Helden dieser Geschichte. Bis jetzt haben wir nicht so einen heldenhaften Eindruck hinterlassen. Überschallstoß. Sonic Crust, genau. Bernsteinmontur. Ach, gemeistert haben wir, okay. Ventil des Paladins. Wenn du gewisse Zeit abhältst, wird der Einsatz von Seelenladungen ermöglicht. Mit der Einsatz von Seelenladungen? Was? Durchgängige Abwehr für 1,5 Sekunden um 30 SG wieder zu. Ah. Wenn man kommt eine Seele. Oh, sehr gut. Einige Gegner gewinnen an Stärke, wenn ein bestimmter anderer Gegner ebenfalls auf diesem Schlachtfeld anwesend ist. Dieser Effekt heißt Kraftverbindung. Du kannst Kraftverbindungen zerstören, indem du die entsprechenden Gegner besiegst. Und nicht kommen meist bei Verstärkungen vor und schützt also einen Gegner nicht, selbst wenn sie in einem niedrigen Level haben. Das war bei dem Boss jetzt nicht der Fall, aber okay. So, Magido, warum hast du nicht mitgekämpft, ehrlich? Oh, und dir geht's auch gut, gut. おまけがついたな。おまけ。ベルベットのおやつ代わりにはちょうど良さそうじゃな。おやつ。冗談だからな。 Da bin ich mir nicht sicher. それがメレならいいのか。それでいって。この子の術は役に立つ。やばくなったら捨てればいいわ。じゃの。精霊なんて道具みたいなもんじゃし。なあ、にが。 Das ist wirklich der einzige Grund, warum du ihn mitgenommen hast. Und wir können speichern, okay. Also, wir haben irgendwie ein Kapitel oder so abgeschlossen. Ja, das war das, ne? Ich spiele schon 6 Stunden, meine Güte. 8 Stunden! Oh, hallo. Was war das denn? Neuer Titel: Kind der Wildnis. So, ach, komm schon. So, aber ich kann was anderes ausrüsten. Oder auch nicht. Nein, okay. Ja, was den besten Effekt im Moment hat, ne? Mehr AP, ne? Da hat mehr Abwehr, aber das hat mehr Fokus und KP. Ja. Wir brauchen etwas Neues. Ach, guck mal, da rechts haben wir schon.
Bei Ringen und bei Stiefel haben wir ihn schon hier auf unserer Seite in Erdringer da ausgerüstet. Aber Magelo ist da noch nicht angezeigt. So, ich möchte da Überschallstoß haben. Und sengende Schneide. Ne, Überschallstoß. 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 Einfach nur, damit ich die Einsätze davon erhöhen kann. Was auch immer es bringt. So, okay. Wie geht's? Das Meer. Bin so, ich weiß, ich habe keine Ahnung von Frisuren, aber hier dieser Ansatz hier unten, den seine Haare sind so ein bisschen weiß, da finde ich irgendwie richtig gut. Nämlich irgendwie an Pascal aus Tales of Graces F, die so weiße Haare hatte und dann ganz unten so rot. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Strähnen nicht, ne? Okay. Reden wir mal mit Magelo. Was geht, Lady? Ja, Keki-yoku-moeta-no!あれでは追ってくるのは無理じゃろうな。 Ich freue mich schon sehr auf die dritte Folge Magelo und die Tränen des Dämonenfürsten. Okay. Ja, wir sind auf ein Schiff ausgezeichnet. Den Piraten. Ich bin gut darin, Dinge zu zerteilen, aber etwas zu verbinden fällt mir schwer. So, was hast du da? Oh Gott, jetzt müssen wir uns die ganze Zeit angucken, wie du mit einem abgeschnittenen Schwanz da rumstehst. Das tut mir so leid. Aber immer noch besser als tot zu sein, ne? この人数で船を動かすのはきついぜ。どこで船員を雇わねえとな。それにこのまま進めば。Es hat keinen Sinn, darüber nachzudenken. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Na, jetzt müssen wir mit dir reden. Nummer 2. Merbetto, 方角 wa douda? Und sie hat keine Ahnung, wie man das Ding benutzt, oder? メルベット!問題ないわよ!あんた、名前は? じゃなくて本当の名前あるでしょ?持ってみる。命令なら。どうしたいか聞いてるんだけど。答えるのが命令?そうよ。 命令すれば自爆だってするのがあんたたち。それが精霊。やっぱり道具か。なら余計な口聞かないで。何?攻撃海賊船だ! Was heißt denn 8 heraus? Was, Alfred? Kannst du nicht ein paar Zauber dahin schießen oder irgendwie so was? Okay. Überspringen. Ich konnte 2 Sekunden 10 überspringen. Geil.
本当にゴーマの集団だ。これは使えるかもな。ゴーマと知ってやるか。イカれた奴らだな。陸の上なら容赦はせんぞ。命令よ、二号。こいつらを蹴散らす。おっと、相手は俺たちじゃないぜ。Oh. Hallöchen. Sere? Ja. Shinigami da. Oh Gott. Eisen. Ednas Bruder. Aus Tales of Cesseria. Ja, den kennen wir doch. Nicht nur vom Intro her, sondern auch von Tales of Cesseria. Der große Bruder von Edna, welchen wir als besiegen mussten, als er ein Drache war. Ausgezeichnet. Auf den habe ich mich schon gefreut. Ja, von dem wusste, den habe ich auch schon angekündigt hier. Am Anfang des Spiels, als ich den kannte. Ausgezeichnet. Noch mal. Ja, am liebsten hier unseren Kollegen hier Nummer 2 aus probieren, aber nicht im Bosskampf, wenn es geht. Genau, weg von dem. Er könnte unser potenzieller Heiler sein. Wäre natürlich sehr gut, ne? Fehlt uns nicht noch. Ja, Sonic Cross. Was auch immer deine R2-Fähigkeit ist, mach sie mal. Okay, keine Ahnung. Sieht aus wie ein Schild oder irgendwie sowas. Ich nehme mal an, das war eine Crust, passt doch perfekt, wenn sie zu fällt wird. Ja, oh Gott. Oh Gott. Magilo, warum stehst du einfach nur im Hintergrund immer? Machst nichts. Zuiben, kattena Igusane. Erabisa, moyashita yatsura hodo janai. Sittete tamesta no ka? ついでに助けてもいる。あのまま進めば、ボーティガンの開門に潰されていた。あんたらミッドガンド領に向かってるんだろう。それにはこの先の海峡を通らなきゃならない。けど、そこは王国の要塞が封鎖してるんだ。文字通り巨大なもんでね。そんな要塞が。事実なら借りができたな。俺たちも開門を抜けたいが、戦力が足りない。協力しろ。海賊の言うことを真に受けるほどバカじゃない。自分の目で確かめるか。いいだろう。命を捨てるのも自由だ。じゃあ断ってもいいのか。お前たちはお前たちで、俺たちは俺たちでやる。それだけのことだ。けど副長一人じゃ、やっぱり俺たちも一緒に。足手まといだ。お前らは計画通りバンエルティア号を動かせ。Schließ dich mir an. Okay. Kata 2, Erdessenz. Ventitis Vagehals und Piratenaugenklappe. Schaut es ist, um herstreifenden Gegner auf mittlere Schwierigkeit oder höher den Kampf beizutreten. Okay. Auf mittlere, okay. Malak Arts bieten mächtige weitreichende Angriffe und Heilkräfte, benötigen jedoch Zeit, um zu wirken. Ihr Schaden hängt vom Artangriff des Nutzers und der Art Verteidigung des Ziels ab.
Halte die Taste gedrückt, die einen Malakart zugewiesen ist, um die Zeit zu ändern, in der es entfesselt wird. Malakarts können als Kombos eingesetzt werden. Höhere Kombozahlen reduzieren die Wirkzeit. Da kann es effektiv sein, sie mit Kriegsart zum verborgenen Arzt einzuleiten. Du kannst einen Malakart abbrechen, den du L1 zweimal antippst. Okay, das ist so random. Je stärker der Gegner, desto geringer die Chance, zusätzliche Effekte zu verursachen. Aber es gibt Wege, um diese Chance zu erhöhen. Zum Beispiel, nutze gegnerische Schwächen aus, bla 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 bla. Fataler Gegner, wenn du das Ventitis Vagals besitzt und einen hohen Rang in aufeinanderfolgenden Kämpfen im selben Ort bei normalen und höheren Schwierigkeitsgraden warmers, könnte ein seltener, höchst gefährlicher Gegner auftauchen. Sie heißen fatale Gegner. Andere Gegner sind ihre Anwesenheit unbesiegbar. Was? Sie sind eine echte Herausforderung, aber du kannst von ihnen fliehen. Siegst du sie, erwirfst du wertvolle Böcke, Haufen von Galten und zahlreiche Ränge. Mein Gott, erscheinen häufiger, wenn die Kampfschwierigkeit höher ist, bei schwer erhöht sich die Chance um den Faktor 5 gegenüber normal, mehr Rang geworden wurde. Okay, so wie dieses Ding hier, diese Flair-Maus oder so. Magilo, warum stehst du einfach nur da und tust dich uns nicht im Kampf anschließen? Ja, was haben wir denn hier alles? Bernstein-Montur, ja, das ist jetzt ein bisschen doof. Ich baue was Neues. Weste, das kann nicht Dings tragen. So, du hast Karten. Okay. Du hast noch nix. Du hast Taschengürtel. Ja, so viele verschiedene Sachen zum Ausrüsten. So. Ist die Wahl zwischen Weste, Erdschaden reduziert, Verteidigung. Ja, Erdschaden oder Verteidigung? Das ist jetzt die Frage. Wissen wer KP. Beste Erdschaden reduziert um 5 maximal KP. Ja, lass mal erstmal so Erdringen. Erdschaden reduziert. Bernsteinstiefel. Zeit, in der nur keine. Ja, das lieber erstmal. Und ja. Ich bin den Kleinen voll putzig. Das klang jetzt sehr komisch. Aber lass mal so Schmerzheilung. Ja, das sind die R2-Fähigkeiten. R2 Glück, wenn drei oder mehr Seelen vorhanden sind, kostet eine Seele und halbiert für 5 Sekunden den von Verbündeten erlittenen Schaden. Das ist Overkill, finde ich. Dreifache Bö, heller Schatten. So, weiß ich nicht. Das sind verborgener. Was? Verborgener Arzt, okay. Der hat nur vor, ja, okay, Malakarts und verborgener Arzt, ne? So, dann nehmen wir mal hier erste Hilfe. Und erste Hilfe, ja, das ist natürlich ein bisschen komisch, ja, aber auf X machen wir diese mal Mana Eruption, Papierstein und vorne Flamme. Und dann machen wir unsere Viertel hier vorne eine Flamme und das hier so und das hier und hier kommen die Dingens hin. Malakart, so. Und Rokora hat auch eine neue Dings gelernt. So, was ist das hier? Der wird dich ein Gegner hier, wenn du die Rechthaltung entwirrt wirst. Ja, nee, ist das gleiche. Oh, ich verschwende schon wieder voll viel Zeit. So, Erdsensor. So, Hallöchen. So, ihr seid Eifrits Piraten, also dieser legendäre Pirat, der immer nur erwähnt wird in anderen Spielen, der mal vor, weil nicht vor vielen, vielen Jahren immer existiert hat. Michael, was hast du zu sagen? もう何じゃが、わしには後悔もたたかいも手伝え、見守ることしかしたくないんじゃ。海を本当に突きの大要塞だ。何より、デッキへ門がついててな、あれを閉じられたら、戦艦だって突破は無理だ。海峡を避けて王都へ行く航路は？あるにはあるが、海を大回りすることになる。無理に進んでも、遭難するだけだ。
Oh, mein Ohr. Es wird einfach immer schlimmer, nicht wahr? Aber es geht wohl auf fürs Leben im Allgemeinen. Aber auf jeden Fall viel Glück. Ja, was tust du hier, um irgendwas beizutragen? Ist das ein Shop? Verdammt, wenn nur der Captain jetzt bei uns wäre. Wenn er und der erste Offizier zusammen sind, kann uns nicht aufhalten. Fällt sich, wenn der erste Offizier hatte in 5 Zügen gewonnen. Und jetzt habe ich kein Zaster mehr. Das muss an seinem Fluch liegen. Sein Fluch? Damit meinen sie doch Eisen, ne? Der Markt von Eifels Mannschaft hat nur für begrenzte Zeit geöffnet. Es ist ungewöhnlich für uns, ein Geschäft zu betreiben. So. Gucken wir uns hier mal wieder. Warte mal, erstmal Ausrüstung. Erstmal alles, was ich noch nicht habe. Nix, okay. Moha. Warte mal. Velvet hat schon alles gelernt. Das ist nicht gut. Wie viel habe ich davon? Ja, no, dann können wir, das macht es ein bisschen einfacher, dann können wir hier halt Dingens holen, ne? Perfekt. So, aufwerten, da hat ja auch titelmäßig irgendwie zusammenhängt. Sollten wir halt vielleicht ein paar Mal machen. So, doof. Schaden gegen betäubte Gegner, warum nur dieser Blöde? Er ist bei jedem, oha. Gut. Was ist mit dir? Benwick. できる。副長ならやってくれる。随分信頼してるんだな。あいつは精霊だろ。そんなの関係ない。副長はうちの船長が認めた男なんだ。あんたたちなら海峡を避けて航海できるでしょ。今は無理だ。前の襲撃で仲間と羅針盤をやられちまったからな。ラッシー。あ、びゃお。何より俺たちは海賊だ。行く手を塞がれたからって引き下がれるかよ。それが海賊か。利害は一致してる。海賊たちと手を組むしか無さそうね。まあな。進むも破滅、引くのも無理なら抜け道にかけるしかあるまいって。手伝う気ないくせに。当然の。 Unsere Truppe ist auch nicht gerade sehr. Wir vertrauen dem ersten Offizier. Das ist alles. Du musst jetzt in der Zeit herausfinden, ob der Plan des ersten Offiziers funktioniert. Wir zertrümmern diese Tore zusammen mit ein paar Exorzistenschädel. Okay, ich vertraue mir, der ist Ednas Bruder, hallo. Der sieht voll badass aus. アイフリード海賊団には関わらない方がいいぜ。アイフリードって言えば、どんな船乗りもビビる最強最悪の海賊だ。ゴーマのくせに情けないこと言うわね。ゴーマだって怖いもんは怖い。アイフリードってやつはそんなに強いのか？そりゃもう傍若無人の喧嘩して。 人間なのに鬼のように杖って噂だ。ビジンスタグインデーモン。命知らずの暴れん坊ずるいでな。事実、王国海軍を何度も返り討ちにしている。それに、奴らのバンエルティアンを至大陸まで航海したっていう伝説の船なんだぜ。おお、なかなか骨のあるやつらみたいだな。それにしても、やたら詳しいわね。ま、 Ich habe den Leuten in Symphonia, glaube ich, getroffen, ne? Da hat er nicht so einen Eindruck hinterlassen. Hat er nicht irgendwie Krach mit seiner Freundin oder irgendwie sowas gehabt? Ich bin nur noch ein Mann des Meeres. Naja, mittlerweile wohl eher die Echse des Meeres. Ja, als wir ihn in Symphonia getroffen haben, hat er mir jetzt nicht so ein badass Eindruck hinterlassen. Aber okay. Da oben schon ein Speicherpunkt erspäht. Ein Eisen ist nämlich mal reingegangen. Und da ist eine Truhe. Ein Nährtring. Und wir speichern.
Dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter von Let's Play Tales of Berseria. Ich bedanke mich alle für Zuschauer. Wenn euch der Part gefallen hat, dann hinterlasst bloß kein Like, Abo oder Kommentar, okay? Habt ihr mich gehört? Macht das bloß nicht, ey, das ist böse. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, hoffentlich. Tschüss!